Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich hoffe, euch wird dieses Format gefallen. Ich habe mir gedacht, ich fange heute einfach mal mit einem komplett neuen Format an. Und zwar werden wir heute eine Game Analysis starten und ich gebe meine Win-Lose-Vorhersage schon mal am Anfang ab. Ich gucke jetzt gerade jemandem zu, den ich in meiner Freundesliste habe, wo ich gespannt bin, ob das ein gutes Game wird. Der Durchschnitt der Gegner ist Silber, der Durchschnitt der eigenen Player ist auf jeden Fall auch Silber. Also Team und Gegnerteam sind ungefähr gleich auf. Falls ihr die genauen Ranks wissen wollt, kann ich die gleich nochmal einblenden. Ja, ich werde mir dieses Game auf jeden Fall angucken. Ich lasse es die ganze Zeit auf Directed Camera, es sei denn, es fällt mir irgendetwas auf, was ich mir unbedingt ansehen muss. Meine Vorhersage für dieses Game wird auf jeden Fall sein, Blau verliert, Rot gewinnt. Warum diese Analyse von mir jetzt kommt? Aufgrund dessen, dass wir auf Top Lane einen AP Champion gegen einen Full Tank haben. Dass wir im Jungle einen Pantheon haben, der im Late Game extrem schlecht skaliert, wobei wir einen Nocturne haben, der ein absolut überhartes Gankpotenzial hat und damit die Botlane auf jeden Fall gut auseinandernehmen kann, die Midlane gut auseinandernehmen kann. Wir haben hohes CC von Jinx, wir haben den Tahm Kench, wir haben den Vega mit dem hohen CC, wir haben den Jungler, den Nocturne mit CC und wir haben den Toplaner mit CC. CC ist auf jeden Fall auf der roten Seite kein Problem. Auf der blauen Seite sehen wir den CC vom Brand. Wir sehen den CC, naja, nicht direkt CC, aber indirekten CC vom Jungler. Und sonst sehe ich hier im blauen Team kaum CC. Das Ganze kann natürlich mit Farm und Missfarm und völlig falschen Team-Com-Plays kann man das natürlich wieder ausgleichen. Im Early Game wird die Botlane hier auf jeden Fall gewinnen. Okay, Toplane misspinkt, das ist schon mal gut. Im Late Game wird die Botlane aber auf jeden Fall keine Chance mehr haben, denn Jinx wird im Late Game heftig skalieren. Vega hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Tristana hart auseinanderzunehmen. Tristana wird aber im Early Game ein Stückchen stärker sein, bis Vega seine Stacks hat. Und solange Vega auf der sicheren Seite bleibt, sollte das kein Problem sein. Ja, Tristana kann zwar jumpen, kann aber nicht aus dem Cage von Vega rausjumpen. Das ist schon mal die eine Sache. Ich würde mir gerne nochmal... wie ging das? Ich würde mir gerne das Scoreboard mit ansehen. Genau, wie gesehen, das ist das Scoreboard parallel mal mit an. CS-mäßig sieht es auf Midlane gut aus, auf Botlane halbwegs gleich, sag ich mal. Summoner sind auf jeden Fall auf Botlane noch am Start, auf Midlane nicht mehr. Tristana könnte noch flashen, Vega nicht mehr. Ja, sonst. Summoner wurden noch nicht so sehr verschwendet. Man hat gerade gesehen, dass auf Toplane nicht unbedingt so viel Schaden mit der Q rauskam. Wird sich aber im Late Game noch ändern und die Comp war auf jeden Fall gut. Guter Gank. Midlane sah kurz kritisch aus. Pantheon hat halt geflasht. War es das wert? Ja, okay, gut, es gab einen First Blood, sonst hätte es andersrum ausgehen können. First Blood Gold ist auf jeden Fall gutes Gold. Muss man abwägen, ob in dem Moment ein Flash wirklich sinnvoll war. Tahm Kench wird jetzt die Q starten, hat leider die Comp verkackt und hat aber zur Not noch sein Schild. Flash hier wäre nicht nötig gewesen und Jinx kann das jetzt machen. Definitiv. Hat es aber leider verkackt. Und Nocturne wird auf jeden Fall jetzt Mitte abrasieren. Das war absolut vorherzusehen und Jinx wird sich jetzt die Kills holen. Okay, da kam das Heal und gut. Tahm Kench hätte sie pressen können. Ich verstehe nicht, was er da mit seinem Schild gemacht hat. Das sind halt Missplays, die muss man absolut nicht verstehen. Das hätte er locker überleben können. Und seine Jinx hätte es auch locker überleben können. Gank von Nocturne auf jeden Fall nicht unbedingt so nice, aber ja, er ist tot, würde ich sagen. Nice Aktion von Brand, dumme Aktion von Nocturne. War einfach intentional feeding, würde ich jetzt behaupten. Also das war wirklich dumm von Nocturne, dass er da reingegangen ist. Wie gesagt, das Stun hat halt keine Chance, sie kann jumpen, so viel sie will, sobald Vega sein Cage macht, ist vorbei. What Situation, ich schalte mal kurz die Vision um.
Blue Team irgendwie nicht so am Start. Red Team, ja, außer das Top Lane und Mid River ausgewählt. Okay, Bot Lane ist jetzt auf jeden Fall auch ausgewählt. Die River Situation liegt auf jeden Fall auf der roten Seite. Ja. Sonst an sich erstmal eine relativ entspannte Anfang, dafür, dass jetzt aber auch schon 4 Kills gefallen sind, auf der blauen und 2 auf der roten Seite. Wir haben bis jetzt nur 1000 Gold Lead, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Das kann sich mit einem Drake sofort alles ändern. Apropos Drake, ich frage mich, wann Nocturne vorhat, den mal anzufangen. Pantheon kann ihn noch nicht machen, Nocturne könnte ihn machen. Aufgrund dessen, dass Botlane gut gepusht ist. Tristana holt sich jetzt den Kill und könnte jumpen, wenn sie nicht gefeiert wäre. So, das ist halt das Problem. Akali hat halt absolut keine Möglichkeit, den Schaden zu tanken. Ist halt echt ein krass unfaires Matchup auf Toplane. Aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge gepickt wurde. Das habe ich mir leider nicht mehr mit ansehen können. Okay, das endet in einem Kill. Wenn er das richtig macht. Okay, Akali hat gut gespielt, aber sie ist tot. Nice. Okay, Botlane wird gerade escalated. Nocturne ist auf jeden Fall drin. Hat's verkackt. Und greedet jetzt auf den Kill und wird bei drauf gehen. Wird definitiv drauf gehen, wenn es gut gespielt wird. Okay. Jinx hat Ultimate. Nee, Jinx ist Level 4. Stimmt, wir haben das 6. Minute. 7. Minute. Erwarte ich nicht zu viel von. Ja gut, Dark Harvest Stack läuft auf jeden Fall. Jinx hat kaum noch Leben. Das würde ich mir jetzt gerne nochmal angucken. Ich bin der Meinung, das ist dieses Nachbrennen von Brand gewesen, was ihr das Leben gekostet hat. Jinx baut auf jeden Fall den absoluten Scheiß. Also, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll, ich weiß nicht, was sie da baut. Ich weiß nicht, was es werden soll. Ist auf jeden Fall absoluter Troll, was sie da zusammenspielt. Und Vega macht jetzt eine Q und eine Ulti und ist tot. Okay, den Farm hat sie schon mal nicht bekommen. Mau. Botlane gut getradet. Toplane wird der Gank auf jeden Fall nirgends enden. Flash ist raus, war auf jeden Fall ein guter Trade. Muss man jetzt versuchen, was draus zu machen. Nocturne counter-jungled. Versucht es zumindest. Hat Bluebuff geboardet. Jetzt ist die Frage, kann Midlane und Toplane schnell genug reagieren, um auf Nocturne zu gehen, falls gefordert. Grant hat den nächsten Kill. Der 4 ist auf jeden Fall da. Tristana geht nicht aggressiv genug. Müsste ein bisschen aggressiver gehen, weil es war definitiv zu viel Damage auf Protect abkam. Gut, Jinx wartet jetzt nur drauf, dass sie ihr Level voll kriegt, um die Ulti zu spammen, aber kriegt sie nicht rechtzeitig. Also wird es nicht in den Kill enden. Toplane ganz entspannt, also bis jetzt, außer dass dein Kill gefallen ist, eigentlich echt gut gespielt von der Akali, muss ich sagen. Wir haben einen extrem tankigen Urgot auf der anderen Seite stehen. Müssen wir gucken, wie sich das am Ende verlaufen wird. Der wird dabei Magic Resistance bauen und dann hat Akali keine Chance mehr. Und Brand hat keine Chance mehr. Ja, dann müsste ich das versuchen, die beiden ADCs noch zu carryen, denn Pantheon wird im Late Game definitiv absolut useless. Gute Aktion. Beiderseits. Akali hat das gut gespielt. Ja, Flash war nötig, aufgrund dessen es sonst nicht rausgekommen wäre, aber sonst. Auf jeden Fall eine weise Entscheidung zu gehen. Mit nur einem Wort. Die Wave ist nicht gepusht, das ist bad. Also man hätte die Wave irgendwie rauspushen müssen, um den Vorteil zu behalten auf der Toplane. Jetzt hat Urgot halt die Möglichkeit, noch rechtzeitig auf die Lane zu kommen, indem er sich kaum abgestorben, die nächste Wave kommt wieder. Ashwitz Ultimate habe ich nicht ganz so verstanden. Nocturne ist auf jeden Fall tot. Grant, was sag ich Nocturne? Gut. Ezreal hat es auf jeden Fall richtig auf Jinx abgesehen. Das war der absolute Greed auf den Kill. Man merkt, es kann kein Platin sein. Also, das war. Selbst wenn er Jinx bekommen hätte, sagen wir so, ja? Um jetzt mal ganz spekulativ zu gehen. Selbst wenn er Jinx bekommen hätte, ne?
hätte er es niemals geschafft, aus dem Kamkench rauszukommen. Und das ist auf jeden Fall Safe Position da hinten zum Weggehen. Irgendwie hat gewütet, da kann nichts mehr passieren. Zahner frisst auch ab und zu mal gerne die ein oder anderen Spells von Vega. Nice Aktion auf jeden Fall mit der Ultimate gegen die Wand. Tristana hat das gut gespielt, muss ich sagen. Pink Wards werden gefühlt überhaupt nicht gekauft in diesem Game. Ich sehe gerade einen von Urgot. Einen einzigen Pink Ward. Und Pantheon hat einen einstecken, aber der wird er safe nicht placen, bis sie Drake machen oder so. Apropos Drake wurde immer noch nicht gemacht. Grottenschlecht, dass der Drake nicht gemacht wurde. Der Midlaner ist nicht da, der Toplaner kann nicht helfen. Der Jungler hat zwar Damage. Okay, stimmt, das ja, das war der B-Damage, der gerade durchkam. Aber wie gesagt, Pantheons Damage kommt einfach viel zu spät. Da ist der Teamfight eigentlich schon vorbei. Du hast so wenig Damage mit ihm. Und ich weiß nicht, warum man unbedingt im Jungle spielen muss. Das ist meiner Meinung nach mit einer der schlechtesten Ideen. So. Jinx und Tahm-Kent spielen ist gut, sind full Mana, liegt aber auch daran, dass sie gerade weggekommen sind. Und Brand gönnt sich auf jeden Fall die volle Comp. Leider hat es nicht geholfen. Ezreal könnte jetzt ult, wenn er Ulti hat. Hat er. Aber er weiß auf jeden Fall nicht, wohin er ulten soll. Dementsprechend ultet er lieber gar nicht. So, Mitte braucht Hilfe. Tristana reagiert, aber definitiv nicht auf die gewohnte Art und Weise. Ich wäre da mit einer B reingesprungen. Vega ist rausgeflasht. Das ist Greed. Das ist absolute Greed. War unnötiger Damage. Hätte nicht sein müssen. Jetzt Turret Plate noch Botlane. Noctin jungelt jetzt ganz entspannt weiter. Wird wahrscheinlich als nächstes Toplane ganken. Denn Toplane wird vielleicht weit genug drinne sein. Und Noctin hat mittlerweile auf jeden Fall Items, um einen anständigen Gank auszuführen. Brand spielt es solide, spielt es wirklich extrem solide, aber die Ultimate macht es leider nicht mehr. Chuck, da kam die nächste Ultimate. Wie ich sagte, der wird jetzt Toplane ganken. Brand kann kaum noch was machen. Er hat leider keine Cooldown. Er hat leider Cooldown auf allen Abilities, kann ich mir vorstellen. Pursuit of Midlane. Ist mit Tristana einfach drin. Also Tristana ist ein absolutes Pushmonster. Wenn das nicht für Pursuit gewesen wäre, hätte mich das gewundert, dann hätte Jinx sich den Pursuit geholt, definitiv. Warum auch immer Jinx noch kein Plating Deck mehr geholt hat, das ist die nächste Frage. So, im Toplane man sieht, Urgot ist extrem tank, kauft aber auch irgendeinen Scheiß durcheinander. Warum Jinx auch immer Boots in den Ring mit dabei hat, werde ich nicht verstehen. Ist mit Jinx absolut useless. Ich wette, sie hat. Okay, sie hat doch ein bisschen Tempo dabei. Das ist immerhin etwas. Ja, den Minion würde ich einfach expiren lassen und würden die XP absacken. Das war die richtige Entscheidung. Den Trade hätte Akali definitiv verloren. So. Botlane geht gleich wieder ein bisschen Action. Wäre eigentlich die Aktion für Tristana Mitte raus zu pushen und Toplane oder Botlane zu roam. Irgendwie, ja. Wie gesagt, ich sage, Stun CC ist alles. Jinx macht kein Damage, aber hat Hurricanes. Das ist so traurig, Alter. Das sieht so lustig aus. Jinx macht einfach kein Damage. Das ist definitiv lustig. Ja, Sana, jetzt eine B. Okay, das war bad. Ja, hätte sie Jinx wenigstens irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie hat sie ihre B vercheckt. Also, B wollte sie offensichtlich nicht machen. Ja. Wir sehen 13-10. Wir haben 3 Kills Vorsprung und einen Turm Vorsprung für Blau mit 25-8. Das Game wird aber definitiv auf Late Game hinauslaufen, wenn jetzt noch kein zweiter Turm fällt. Und dann ist RIP. Ezreal wird im Late Game komplett useless. Akali wird
im Late Game höchstens den ADC rausnehmen können. Danach ist mit Vega ist auf jeden Fall nicht mehr drin und Vega wird Damage machen. Und wenn Vega rausgenommen ist, wird Akali, wird Jinx Damage machen. Das ist unweigerlich einfach so. So, Brand. Jetzt gib ihn aber die Comp und lauf nicht in den Stun. Also, du läufst einfach in den Stun. Du hast offensichtlich Bock auf Stun. Ja, da will ich jetzt nicht boykotten. So, Toplane auf jeden Fall ein nicer Gank, muss ich sagen. Ich habe es jetzt zwar nicht komplett gesehen, aber das war auf jeden Fall eine nice Aktion. Der Smite war unnötig. Aber gerne, wenn man da noch hinterher flasht für den Kill, dann bitte. Soll man das machen? Vega kriegt Damage, das ist übertrieben. Er spielt es nicht so solide, wie ich dahte. Aber jetzt mit Tom Kench ist eigentlich vorbei. Gut, da kommt der nächste. Zack, zack. Das war eine richtig bescheuerte Ulti. Also, dass Vega das so schlecht spielt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der 4 kam zu spät. Der Damage geht auf Vega. Vega ist tot. Mit Turret wird jetzt fallen. Okay. Jinx hat wirklich absoluten Rotz gebaut. Jinx hat die Infinity Edge first bauen müssen, dass die wirklich so spielt. Da würde ich sogar mit einem Lee Sin ADC dagegen gewinnen. Also, da will ich jetzt nichts sagen, aber Lee Sin ADC wäre auf jeden Fall besser als das, was Jinx gerade zusammenspielt. Sie hat keinen Damage Output außer ihrer W. Ihre Autotex kann sie knicken. Ihre Rockets kann sie knicken. Und Drakes hat sie sowieso nicht. Sie hat keine Turrets, sie hat keinen Damage. Ich weiß nicht, was sie versuchen wird, aber. Okay, Jinx hier. Phantom Ulti. Ja, whatever happened there. Nocturne rasiert auf jeden Fall. Und wird jetzt weiter durchlaufen. Halle. Halleluja. Ja. Zack, 1000 Shutdown Gold. Nocturne raus. Oder auch nicht. Ja, warum auch immer er jetzt richtig gut hat. Tristana jumpt drauf, macht einen Auto-Tag tot. Das war sowas von absehbar. Oh, sorry. War sowas von absehbar. Wir gucken mal ganz kurz auf die Vision. Vision Team Blau läuft auf jeden Fall rückwärts. Vision Team Rot läuft auf jeden Fall mittlerweile auch rückwärts. Vision technisch ist es nicht so gut. Ich sehe auch, Blue Trinkets sind hier überhaupt nicht gefordert. Kein Schwein interessiert sich für Blue Trinkets. Der Supporter holt auch keine Lands. Der baut einfach weiter auf seinen, weiß nicht, was in 20 Wards stellen will. Ja, 20er Vision Score hat er jetzt mittlerweile. Wahnsinn, weil er gerade auf Botlane eingeplaced hat. Keine Lands, keine Blue Trinkets, keine Pink Wards, außer der Pantheon, der hat immer noch seinen und einen Pink Ward. Das war sowas von klar. Ja. Und Akali spielt es solide. Akali spielt es wirklich sehr solide. Gegen dieses Matchup ist wirklich nicht zu spaßen. Da muss man extrem vorsichtig spielen, vor allem mit so wenig Ganks. So, jetzt kommt der Ping auf Top Lane. Brand will auf jeden Fall wieder Solo-Action starten. Das ist auf jeden Fall dumm, weil er lockt damit nur die Gegner an und die versuchen gerade Drake zu machen. Brand ist tot. Brand hat sich gerade richtig was eingehandelt. Der Supporter klaut den Kill. Also wirklich, das war jetzt ein Clown. So, Tristana hat. Du hättest Weh gehabt, um rauszuspringen. Das war eine richtige dumme Idee. Und Akali kann nichts machen. Akali ist einfach ausgeliefert. Ja. Jinx ist dabei, sich einen Essence Reaver zu bauen. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Vega wird auf jeden Fall jetzt einfach Q machen und Ulti. Q und Ulti. Q und Ulti. Okay, auch Ulti Q, wie auch immer. Ich merke gerade, ich kriege einen Anruf bei einem, der kann hier leider nicht rangehen. So, Jinx wird sich jetzt auf jeden Fall farmen gönnen, wird die nächste Wave nehmen und wird reinpushen. Vision ist auf jeden Fall Team Blue. Wie gesagt, der Pink Ward, der ist am Drake gelandet. Ich habe es euch versprochen und es ist so passiert. Red Vision ist auf jeden Fall da, aber auf jeden Fall nicht so, wie man das erwartete. Red Buff hätte gewordet sein müssen. Jinx nimmt jetzt ihr Attack Speed, hätte es auf jeden Fall nutzen sollen. Die drei Auto-Attacks hätte sie noch gehabt.
ja, war eine dumme Entscheidung von ihr, den Turret da jetzt nicht zu pushen. Das wird sie in den nächsten 10 Minuten auch nicht können. Rockets sind auf jeden Fall am Start. Der Sentry wird jetzt gleich gekauft. Wir sind jetzt bei wie viel Gold auf Jinx. Das kann ich mir leider jetzt. Mann, wir würden das umgeschalten hier. Die Drakes lasse ich mal aus hier. Das brauche ich nicht. Wir haben jetzt 7700 Gold auf Jinx. Ich sag. Das wird ein Bloodthirster. Okay. Langsam wird's. Langsam wird's weird, was die baut. Gut, wir gucken uns den Vega an. Vega baut es auf jeden Fall solide, wird aber jetzt auch sterben von der Kali. Toplane ist auf jeden Fall auch tot. Ultimate, zack. Das sind die. Okay, da kam der Cage. Pantheon ist auf jeden Fall da. Akali sollte wieder reingehen, rennt aber gerade einfach raus aufgrund der Angst, dass da jetzt noch was passiert. Die Aktion von Jinx war dumm, da die W nochmal zu casten. Ich hätte einfach rennen sollen. Die Ulti von Ezreal macht jetzt wahrscheinlich noch Damage, aber der Schild ist da. Gut, wir sehen 21-21, der Lead von 3000 Gold ist da, wird ausgebaut auf 4000 Gold. Alle versammeln sich jetzt im Midlane zu deffen. Toplane hat kein TP mehr. Gegner fehlen auf jeden Fall zwei, und zwar diejenigen, die Damage machen am gesamten Gegner-Team. Und in den Push wäre jetzt eine dumme Aktion, weil von hinten gleich ein Robot reinspringt und einfach alle rausnimmt, die da auf jeden Fall ein bisschen squishiger sind. Heals raus. Das ist schon mal eine gute Aktion. Damit kann man jetzt die nächsten Gegner rausnehmen, aber Aktion wird nicht gestartet. Ultimate ist da. Tamkench hat seine Ultimate abgebrochen, das verstehe ich irgendwie nicht. Das war eine nice Aktion. Und der Pantheon ist auch raus. Gut gespielt. ADC hat gefehlt. Um hier noch ein bisschen Damage zu machen, aber Flächendamage hat einfach gerade der Vega mit der Jinx zusammen. Und egal was jetzt kommt, wenn die nicht rennen können, sind sie verloren. Der nächste Drake. Das nochmal an. Der nächste Drake wird ein Earth Drake. Der ist dann aber auch wieder in 1:20 da. Sieht so aus, als würde er dem roten Team gehören. Tristana sollte lieber nicht reinspringen. Allein die Aktion da so vorzulaufen ist schon ziemlich dumm. Denn sie ist tot. Ja. Like I said, das war schon ziemlich bad, da reinzugehen. Und Kench drückt auf jeden Fall ordentlich Damage. Pantheon ultet wieder rein. Und. Nichts. Das ist Pantheons Ultimate ist sowas von useless, seitdem sie gewirkt wurde. Der ADC schert sich absolut nicht um seinen Supporter. Aber der kommt trotzdem noch raus. Urgot sollte auf jeden Fall noch ein bisschen chillen. Ja, perfekt. Abgeräumt. Keine Ahnung, wo Akali war. Keine Ahnung, warum Akali nicht dabei war. Kann sein, dass er etwas gekauft hat. Ich hab's nicht gesehen. Der nächste Drake steht an. 30 Sekunden und der wird vorbereitet. Richtig. Jinx bereitet jetzt den Drake vor. Der Jungle kann jetzt auf jeden Fall direkt den Weg rübergehen, aber backportet nochmal. Das wird auf jeden Fall nicht genug Zeit sein, um noch unten anzukommen, bevor irgendwie Action geschoben wird. Ist gut vorbereitet. Vision hinterm Drake steht. Für die Tristana, die eventuell reinspringen könnte. Der Tri-Rush fehlt. Da kommt die Vision, aber ist sofort geklärt und alle wissen Bescheid. Damage von Vega ist einfach insane. Somit wird hier nichts passieren. Die werden sich den Drake gönnen und der Drake wird weg sein. Wie gesagt, der Jungle kommt zu spät. Habe ich vorne reingesagt. Aber gut. Der war jetzt auch nicht unbedingt nötig. Jinx pusht jetzt Botlane Turret. Akali holt sich Toplane Turret. Jinx wird Botlane holen. Wenn sie nicht greedet, rennt sie zurück. Perfekt. Akali greedet auf Top Turret. Boah, das hat Damage gemacht, der Turret, ne? Das ist unbelievable. Ekelhaft. So, Jinx backpocket doch nicht. Okay, sie haben Vision, sie haben Vision. Sie wissen, dass Tristana Midlane ist, sie wissen, dass der ADC Midlane ist. Die W war nicht ganz überlegt von Jinx, aber Bloodthirster regelt, oder? Bloodthirster regelt. Dein Damage ist aber trotzdem scheiße. Den findet sie jetzt spät. Tristana kommt ins Botlane gestaffelt.
zack, Tristanos tot. Jinx, umschalten. Okay. Ja, der hätte sie nicht umgeschalten, wäre sie tot gewesen. Und sie hat durchgehend kein Mana. Sie könnte jetzt nicht mal mehr einen Trap machen und eine W schmeißen. Eine W machen und einen Trap schmeißen. Das wäre auf jeden Fall nicht drin. Und wir sehen, Gold ist wieder gleich auf. Trotz zwei Turrets Vorsprung. Bringt dir nichts. Das sind 9 Kills Vorsprung. Und Farm Vorsprung. Farmvorteil auf Top Lane, 20 Farm. Im Jungle gab man ein Lead von 15. In Mitte wieder ein Lead von 40, aber dafür auf Botlane einfach 60 Farm Vorsprung. Jinx ist ein absolutes Farmmonster und der Supporter Farm interessiert absolut nicht, weil damit mit den 30 Minions, 20 Minions, die der Vorsprung hat, wird einfach nichts gekauft. Also da hast du keine Chance, irgendwas zu kaufen. Doch, vielleicht ein Dagger oder irgendwas. Auf Brand bringt dir das nichts. So, der Fokus sollte jetzt auf jeden Fall auf Vega liegen. Der Fokus liegt auf Vega. Das war eine gute Aktion. Der Jungler kriegt auch ordentlich und Brand greedet jetzt. Brand sollte jetzt einfach wieder Richtung Team laufen. Team komplett gesplittet. Absolut dumm. Tristana fehlt. Die müsste als Damage-Dealer auf jeden Fall dabei sein, um den Fight für sich zu entscheiden. Urgot wird jetzt einfach entspannt hier eine Runde in seine Base laufen. Der interessiert sich absolut nicht für den Damage von der Akali. Oder die auch mit Magic Persistence gut, passiert dann nicht mehr viel. Deffen? Können sie es noch? Okay. Nice Aktion. Jinx. Umdrehen, B machen, Q machen. Aber gut. Offensichtlich ist das absolut irrelevant. Jinx, du bist viel zu weit zurückgelaufen. Okay. Okay. Tristana macht das. Jinx ist nicht da. Jinx hat das Game gerade verloren. Ja, sie hätte einfach. Was hat ihr das gebracht? Im Teamfight hätte sie genauso viel durch ihr Blattpilze wiedergekriegt. Und gekauft hat sie jetzt. Was ist eine Pickaxe? Vielleicht ist die Expert, ich weiß es nicht. Blue Trinkets sind mittlerweile am Start. Aber auf den Leuten, die am wenigsten wurden. Das bringt also auch genauso wenig. So, jetzt Trap auf jeden Fall. Das, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung mit der Trap, aber da hat der Damage gefehlt. Und das ist das, was ich sagte, jetzt ist Infinity Edge da, jetzt wäre der Damage da. Jetzt fehlt aber die Rapid Fire Cannon, um auf Tristana Abstand zu bleiben. Ich habe Hurricanes First nicht ganz verstanden. Kurz für alle, die Jinx spielen. Infinity Edge First, dann Hurricanes, dann Bloodthirster, dann Rapid Fire Cannon und danach baut die Situation mit Items. Also je nachdem, was ihr gerade braucht, entweder ein QSS. Oder ihr baut euch ein GA, oder ihr baut euch, wenn ihr noch mehr Text wieder haben wollt, gerne ein Phantom Dancer, bringt euch aber selten was, weil ihr einfach dadurch, ihr habt zwar Text Speed, aber euer liebstes Tempo gibt euch noch mehr Text Speed, aber ihr könnt dieses Text Speed einfach nicht gebrauchen, weil ihr im Teamfight selten die Chance habt, dann so innerhalb dieser kurzen Zeit so viele Rockets zu ballern, und wenn ihr so viele Rockets raushaut, habt ihr danach auch kein Damage mehr, kein Mana mehr, weil ihr einfach so viele Rockets rausgefeuert hat. Baron wird gemacht. Urgot ist auf Selbstmordkommando. Das war absoluter Scheiß, was er da zusammenspielt. Und er ist tot. Jinx hat ihre Ulti auch raus. Damit ist der Baron-Buff komplett verloren. Man könnte ihn jetzt noch zu Ende spielen. Ich würde ihn auch zu Ende spielen an die Teamstelle. Danke für diese Aktion. Tristana räumt ab. Das ist auf jeden Fall der Lose. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte man definitiv besser spielen können. Und ja, Vega ist jetzt auch tot, das wird der Finish. Game is over. GG, well played. Das hätte ich nicht gedacht, aber man sieht, was passiert, wenn man eine Tristana in der Mitte empfiehlt. Und wenn man einfach CC hat, dann bringt einem das nichts, wenn man nicht als Team zusammenspielt. Und das hätte zu 1000% ein Win sein müssen, ist aber leider keiner geworden. Denn das Push-Potenzial von Tristana ist unmenschlich. Das ist absolut unmenschlich. Letzter Turret wird jetzt fallen. Jinx kann zwar mit der Q irgendwie noch versuchen, das aufzuräumen, aber sie wird zu viel Damage kriegen, weil sie einfach. Oh.
Ja, Nocturne startet immer so ein Selbstmordkommandos, die ich absolut nicht verstehe. Er greedet immer auf Kills und verreckt dann irgendwie an irgendeinem Scheiß und das ist absolut dumm. Nocturne lose einfach das gesamte Game. Er kriegt zwar Kills, aber er feedet die Gegner indirekt und das ist absolut der Müll. Inhibs offen, Turtles down, Gegner Baron, Gold ist auf jeden Fall bei 6 mittlerweile, 6000 Gold. Obwohl 4 Kills Rückstand, ne? Sind aber 4 Turtles Vorstand. Ja. Jinx muss das jetzt bitte versuchen zu pushen mit Tam Kench, aber gleichzeitig wird der Drake fallen und Tristana wird Minions einfach abräumen und Urgot hat auf jeden Fall nicht das Potenzial, da irgendwie reinzugehen. Jinx wird jetzt abgeräumt, damit hat der Urgot auch keine Chance mehr. Urgot Flash raus, bringt aber auch nichts. Denn Tristana hat einfach ein Auto-Tech. Tschüss. Ja. So wie es aussieht. Jetzt muss Tristana gewone-shottet werden, aber sie hat QSS und raus damit. Ich sag ja. Situational Item, QSS. Nice try, Akali. Hat auch funktioniert. Ist gut. Den Ward noch für die Vision Score. Ist gut. Weiter geht's mit dem zweiten Turret. Dann den Shutdown auf den Jungler, dann den Shutdown auf den Supporter. Jetzt wird wieder auf Nocturne gefokust, definitiv, denn der ist One-Shot. Jetzt wird der Nexus einfach down gemacht und das ist ein schönes gewonnenes Rank, was ich nie, nie gedacht hätte, dass das gewonnen wird. Props an alle aus dem Team, die so gut zusammengespielt haben und wirklich das Beste aus ihrer Situation gemacht haben. Akali Top-Lane-Matchup, absoluter Müll. Der Jungler hatte extrem gutes Gank-Potenzial im Gegnerteam. Der Pantheon ist einfach ein Useless-Champion. Der hat wirklich nur mit seiner Q hat er halt sein Damage gemacht, so, und das war's. Die Jinx absolut scheiße gebaut, nur Assists bekommen und dementsprechend konnte sie hinten raus nichts mehr machen mit dem Gegnerteam. Der Tam Kench hat seine Sache gut gemacht, aber hat offensichtlich die falschen Items gebaut. Ich kann das nicht beurteilen, da ich schon lange keinen Tam Kench Support mehr spiele. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir damals Tam Kench Support anders gespielt haben. Was noch dazu zu sagen, zu wenig Pink Wards, definitiv. Pink Wards sind das A und O. Ja, auf jeden Fall für jeden Backboard ein, also nach jedem Backboard ein Pink Ward einpacken. Haltet euch auf jeden Fall den Itemslot für den Pink Ward frei und behaltet ihn nicht, bis ihr Drake macht. Also sorry, aber das war ja absolut die Unterkante von dem Pantheon. Aber immerhin, er hat einen Pink Ward gekauft. Blue Trinkets ab Level 9 kaufen, außer für Supporter, die kaufen sich bitte die Lands. Ihr baut das Supporter-Item auf jeden Fall aus, um die Trinkets über das Supporter-Item zu bekommen. Und das hat der Tam Kench, ja, er hat's gemacht, okay, er hat sogar die Wards geplaced, aber ihr seht, also ich kann 3 Wards placen, 3 Wards gibt mir das Supporter-Item und alles andere kann ich mit dem Trinket clearen und das bringt mir dann noch 2 normale Trinkets, die ich so habe. Alles andere kann ich mit der Lands clearen. Ne? Sonst, schön gespieltes Game, Farm liegt auf jeden Fall sehr groß. Vor allem auf Botlane, einfach mal 100 Farben Vorsprung, das hätte gut gehen können, ist aber leider nicht. Ihr habt gesehen, Ezreal war useless, spielt bitte nicht Ezreal Ranked, ihr tut eurem Gegner nur das Beste, ihr könnt einfach in Teamfights so gut wie nichts ausrichten, ihr könnt nur abhauen, als Ezreal seid ihr useless. Pantheon war in diesem Game ausnahmsweise mal in der Position Kills abzufarmen, lag aber auch daran, dass er wirklich im letzten Moment reingesprungen ist und irgendwelche Kills geklaut hat. Sonst Pantheon genauso useless. Hätte ich nicht gedacht, dass es so enden wird. Und Brand hat einfach die ganze Zeit gefeedet und gefeedet, genauso wie der Nocturne. Und das war einfach auf beiden Seiten nicht schön, aber Nocturne's Greed hat einfach das Team ins Verderben gebracht. Sagen wir, sie hätten 5 Tode weniger gehabt, wie dann bei 32 Kills gewesen. Hätte auf jeden Fall deutlich weniger Lead gehabt und das hätte sicherlich einiges ausgemacht. Ja, auch Jinx, scheiße gebaut. Ich hätte so absolut nicht angefangen zu bauen. Infinity Edge hat hier auf jeden Fall gefehlt am Anfang, um den Damage zu machen. Wie gesagt, Leute, jeder muss wissen, wie er sein Champion selber spielt. Jeder muss wissen, wie er damit am besten zurechtkommt. Aber Hurricane's Burst of Jinx ist absolut unterkannte. Das wird nichts. Ihr macht keinen Damage, ihr habt zwar Flächenschaden, ja, könnt damit vielleicht 2-3 Waves spielen, aber
danach ist euer Mana leer, weil eure Socken einfach so viel Mana fressen. Ihr braucht erstmal Damage. Wie gesagt, Infinity Edge Weekend, Bloodthirster, ihr werdet wirklich von weiter. Ja, mehr gibt's glaube ich zu diesem Game nicht zu sagen. Kauft euch Situational Items. Top Lane hat irgendwie, außer der Blue Sky Magic Resistance gebaut, was ich mal unten verübeln kann. Denn er hatte mit den A-Pillern im Gegnerteam kaum was zu tun. Brand hätte auf jeden Fall gefährlich werden können für Urgot, ist am Ende auch ein bisschen ungemütlich geworden für Urgot, aber das lag eher an der Gesamtsituation. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzusehen. Wir sehen uns dann bei einer nächsten Folge, vielleicht im Ranked, vielleicht in der Climbing Streak, vielleicht auch bei einem nächsten Game Analytics. Vielleicht sehen wir uns aber auch das nächste Mal am nächsten Wochenende, denn da werde ich streamen auf twitch.tv/killmachine. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut, haut rein und ciao.